Nach 10 Jahren ist es wieder eine größere Veranstaltung hier in Dresden. Es ist eine unglaubliche Ehre, die deutsche Squash-Welt hier zu Besuch zu haben. Wunderbar, es ist eine ganz, ganz tolle Veranstaltung hier vom Sächsischen Squash-Verband. Wir haben ein sehr gutes Turnier gespielt. Darauf kann man aufbauen und damit kann man auch noch mehr erreichen. Es war lange strittig, dass wir auf 2 Anlagen spielen. 2 Tage vor Start die Information, ihr könnt unter 3G durchführen. Und im Endeffekt hat uns das gerettet, dass wir sagen, wir entzernen das ganze große Feld von fast 100 Spielern. Es ist auch von den Aufbauten und allem natürlich eine Doppelbelastung, die wir hingekriegt haben. Wir haben unser Team entsprechend aufgeteilt, da haben viele Leute vom Club mit angepackt. Das ist ein unglaublicher Aufwand für die Ehrenamtler und für die Tätigen im Verein. Aber alle sind froh, dass wir es gemacht haben. Weil wir auch das Signal nach außen geben wollen, dass Dresden als Sportstadt, als Squashstadt wahrgenommen wird. Dass Squash eine hochwertige Sportart ist, die es wert ist, auch übertragen zu werden, gesehen zu werden. Wir haben ein tolles Turnierheft zusammengestellt mit einem guten Plakat. Wir haben die an viele Anlagen in Deutschland verschickt. Wir haben eine eigene Internetseite aufgebaut. Dann sind wir auch im Livestream von Sportdeutschland TV mit dabei. Wir bieten sehr viel Service. Wir haben einen Shuttle-Dienst zwischen den beiden Sportanlagen. Jeder Spieler, jede Spielerin hat ein Willkommenspaket bekommen, sodass einfach auch ein Komfort angeboten wird. Super organisiert, echt Hut ab. Ich finde das Anlage ganz toll hier, weil es großzügig ist, großräumig, es ist viel Platz für die Kinder. Die Taschen sind nicht hinter der Court, die haben extra hier einen Platz gemacht. Das ist schön, das ist nett und sehr angenehm Atmosphäre. Das ist hier alles sehr gut gelöst und man gibt sich hier sehr viel Mühe. Das war echt super, also man fühlt sich einfach direkt willkommen. Die Anlagen sind sehr gut und sind alle gastfreundlich, es gibt freie Getränke, also alles super. Wir haben eine deutsche Meisterin, wir haben eine Vizemeisterin und wir haben einen 3. Platz in den deutschen Meisterschaften in verschiedenen Altersklassen. Das macht Lust auf mehr. Wir merken, wir sind jetzt in der richtigen Richtung unterwegs, Spielerinnen und Spieler mit dem Squash zusammenzubringen. Es gibt auch inzwischen, denke ich, wieder mehr jüngere Leute in unserem Verein, die auch öfters wieder kommen. Ein paar Meter von hier entfernt, das sind im Moment Abrissbagger, da kommt ein neues Stadion hin. Wir bauen dort 5 neue Squash-Courts. Mit dem Neubau des Heinz-Steyer-Stadions werden wir eine Club-Squash-Anlage bekommen. Das ist ein Meilenstein, der gesetzt wird, auf jeden Fall, weil wir dann hier 2 Squash-Center relativ nah aneinander haben und hier auch wieder große Turniere ausrichten können. Eine sehr, sehr positive Nachricht für den deutschen Squash. Die Förderung der Landeshauptstadt Dresden für die Sportart Squash ist zugesagt hiermit. Jetzt sind wir wieder präsent und auch mit dem klaren Ziel, Heinz-Steyer-Stadion jedes Jahr ein großes Turnier mindestens zu machen und das zu einem dauerhaften Programm werden zu lassen.